In dieser Folge wollen wir das Luftleitblech unter dem vorderen Kotflügel eines Vorkriegsfahrzeugs nachformen. Dieses Luftleitblech zeichnet sich durch einige Sicken aus. Wir beginnen mit einer der prägnantesten Sicken und verwenden dafür eine extra angefertigte Kugelrolle und eine Formsickenrolle. Da die Sicke am Anfang verläuft, wird während das Blech durch die Sickenrollenmaschine läuft, die obere Rolle immer mehr gespannt. Dadurch entsteht dieser gewünschte Verlauf. Die Sicke an sich kann nicht in einem Durchgang geformt werden und muss daher in mehreren Durchgängen ausgeformt werden. Am Anfang wird die obere Sickenrolle gelöst und dann wieder stückweise nachgespannt. Es entsteht eine Sicke mit einem deutlichen Radius. Im nächsten Schritt wird eine Absatzsicke in das Blech geformt. Zwei Rollen, die über eine Stufe ineinander laufen, werden in die Sickenmaschine gesetzt. Auch hier ist es wichtig, dass die Sicke in mehreren Durchgängen geformt wird. Beim ersten Durchlauf wird die Sicke nur leicht ausgeformt. Thank you.
In den nächsten Durchgängen können die Rollen immer mehr gespannt werden und die Stufe wird etwas tiefer. Dies wird so lange fortgesetzt, bis die Sicke tief genug ist. Nun erfolgt ein erneuter Rollenwechsel. Als untere Rolle dient eine flache Rolle und an der oberen Achse sitzt eine flache, schmale Rolle. So kann das Blech abgekantet werden, denn die nächste Sicke ist eine 90 Grad abgewinkelte Flanke. Auch hier wird das Blech mehrfach durch die Rollen geführt und in jedem Durchgang etwas mehr hochgebogen. Um den abgebörtelten Rand zu glätten, wird mit einem Hammer und einem passenden Dolly der Rand fertig umgetrieben und geglättet. Im letzten Schritt wird der umgebörtelte Rand nun mit der Börtelgabel nochmals abgekantet. Die Börtelgabel wird stückweise angesetzt
und der Rand umgeformt. Zum Glätten wird nun das Blech auf einem flachen Amboss aufgelegt und mit einem flachen Kletterhammer glatt getrieben.